Hi Tera ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Charnera, welche sich aus Wunnera entwickelt. Hi Tera ist ein mittelgroßes zweibeiniges Pokémon, das rosa und weiß erscheint. Die gesamte obere Körperhälfte sowie Haare, Arme, Füße und Beutel sind rosa gefärbt. Die untere Körperhälfte und die federartigen Auswüchse an Armen und Körperseiten sind weiß. Das Ei, das in dem Beutel seinen Platz gefunden hat, ist auch weiß und der Körper allgemein von sehr breiter Gestalt und oval geformt. Hatera besitzt eine lockige Frisur und ein kleines Gesicht, das aus den kleinen schwarzen Augen und dem kleinen Mund besteht. An den Seiten wachsen die kurzen Arme, über denen je drei lange Fortsätze ragen. Zentral auf dem Bauch ist der kleine Beutel zu sehen, in dem sich ein Ei befindet. Und an den Seiten sind ebenfalls hier vier längliche Auswüchse angebracht. Hatera steht dabei auf zwei kleinen Füßen, die unmittelbar mit dem Körper verbunden sind und in seiner Shiny-Form erscheint das Pokémon minimal heller. Hatera verhält sich eher defensiv und nutzt einige Status-Attacken wie Lichtschild oder Heilopfer. Wird es offensiv, verlässt es sich stark auf physische Angriffe wie Bodycheck, Risikotackle und Zuflucht. Dazu kommen dann noch spezielle Attacken wie Säuselstimme und Widerhall. Eine mögliche Fähigkeit ist innere Kraft, wodurch Statusprobleme beim Austausch des Pokémon geheilt werden. Die Fähigkeit Edelmut verstärkt Zusatzeffekte wie zum Beispiel Paralyse oder Verwirrung. Und die versteckte Fähigkeit ist Heilherz und heilt mit 30%iger Wahrscheinlichkeit Statusprobleme von Partnern in Doppel- oder Dreifachkämpfen. Hatera ist hauptsächlich durch Entwicklung oder Tausch erhältlich, in wenigen Regionen ist es aber auch wild anzutreffen, wie der Ebene von Poni in der Alola-Region. Jeder, der einen Bissen von dem Ei, das Hatera hält, nimmt, will gegenüber anderen sorgsam und höflich. Dabei ist Hatera selbst sehr mitfühlend und wenn es ein krankes Pokémon sieht, pflegt es dieses wieder gesund. Hatera nimmt mit seinem flauschigen Fell Traurigkeit wahr und es hastet zu einer traurigen Person, egal wie weit diese entfernt ist, und teilt ein Glücksei mit ihr, um sie zum Lächeln zu bringen. Dabei ist Hatera die letzte Stufe einer dreistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Charnera, welche sich wiederum seit der vierten Generation aus Wunnera entwickelt. Farblich ändert sich durch die Entwicklung nur relativ wenig, auch die Grundstatur ändert sich nur geringfügig. Auffallend ist aber, dass jede der drei Entwicklungsstufen ein eiförmiges Objekt mit sich trägt, allerdings handelt es sich dabei nur bei Charnera und Hatera tatsächlich um eines. Wunnera trägt nur einen Stein solcher Form mit sich, was auch verständlich ist, da es sich bei Wunnera um ein Baby-Pokémon handelt. Die Entwicklung von Wunnera zu Charnera findet durch Level-Up statt, wenn es einen ovalen Stein trägt, die von Charnera zu Hatera bei einem Level-Up, sobald genug Freundschaft zu ihm vorhanden ist. Und mit seinem Typen ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.